Eigentlich sollen sie zusammen Wahlkampf machen, SPD-Parteichef Gabriel und der Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. So ganz scheint es aber nicht zu klappen. Von einem Verwürfnis ist die Rede. Doch Berichte über Streit in der SPD, das können sie 100 Tage vor der Wahl nicht gebrauchen. Aber was es zwischen uns nicht gibt, egal was andere schreiben, es gibt zwischen uns keine Streitereien. So ganz kann das nicht stimmen. Kanzlerkandidat Steinbrück hatte Gabriel nämlich per Interview zu mehr Loyalität aufgefordert. Einen notwendigen Weckruf nennt er das. Sie selber haben doch gelegentlich in Ihren Berichten erwähnt, dass die Parteispitze sich stärker verbünden muss und ihre geballte Ladung in eine Richtung bringen muss. So, damit haben Sie die Antwort doch in allen Ihren Berichten schon selber gegeben. Dass es nicht optimal läuft im Wahlkampf, zeigt auch eine SPD-Talkshow. Es soll menscheln, Steinbrücks Ehefrau Privates erzählen. Eher unbeabsichtigt wird es dann tatsächlich sehr emotional. Es wird immer geguckt, wo können wir ihn erwischen? Wo ist er schon mal ausgerutscht? Wo könnte eine Panne lauern? Wo hat er sich versprochen? Und was steckt in Wirklichkeit dahinter? Was folgt, ist ein Moment, in dem der ganze Druck, der auf Steinbrück lastet, deutlich wird, indem er seine Schlagfertigkeit verliert. Die SPD-Anhänger zollen Steinbrück dafür Respekt. Die Partei demonstriert jetzt gegenüber ihrem Kandidaten die Geschlossenheit, die er lange vermisst hat. Kaum 100 Tage vor der Bundestagswahl müht sich die SPD um ein Zeichen des Zusammenhalts und kann doch kaum ihren Frust über den schlechten Wahlkampfstart verbergen. Anstatt einen echten Startschuss zu setzen jetzt für die heiße Wahlkampfphase, schaffen es selbst führende Sozialdemokraten nicht, Zuversicht zu verbreiten, dass sie wirklich diese Wahl am 22. September gewinnen können. Erfolgreicher Wahlkampf sieht wohl anders aus.